Der Bad Claw. Und wir werden ihn jetzt bald benutzen können. Finde. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Dr. Young. Genau, aber vorher wollen wir uns noch die Charakterbiografie ansehen, die wir letztes Mal in dem letzten Part bekommen haben, und zwar von Dr. Penelope Young. Penny Young war stets eine brillante Studentin, die für ihre berufliche Karriere alles getan hätte. In ihrem Umfeld galt sie als eiskalte und berechende Frau, die sich einzig und allein auf ihre aktuellen Projekte konzentrierte. Schließlich engagierte sie Quincy Sharp, der Leiter der Anstalt von Arkham, als Leiterin der internen Forschungsabteilung und betraute sie mit der Heilung der besonders schwierigen Fälle unter den Superschurken von Gotham City. Nicht schlecht, Dr. Young. Nicht schlecht. Hört sich irgendwie so ein bisschen chinesisch an, oder? So, wir müssen also nach da oben. Das heißt, wir müssen geradeaus weiter. Hier so ungefähr. Ach, und jetzt können wir das erste Mal das austesten, weil wenn hier zum Beispiel keine Schicht ist, können wir nicht diese Sprengladung anbringen. Ist ja klar, oder? Verstehst du, ne? Hä? Bin ich doof? Hä? Wie jetzt? Warte mal, ich guck mal kurz. Ne, ich muss ja gar nicht lang. Ich muss nach da oben, Mensch. Was mache ich denn da? Siehst du, ich predige hier irgendwie Müll wieder. Also, Mann, nee, voll Scheiß. Nein, so, hier geht's weiter. Die können wir jetzt zum Beispiel runterholen hier. Ach, stimmt. Wir müssen die upgraden, dann können wir irgendwann drei und so. Drei Gegner gleichzeitig und drei Objekte gleichzeitig benutzen. Das ist ganz cool gemacht. So, jetzt wieder durch den Tunnel hier. Öffne dich, ich bin's, Batman. Joker, wir müssen diesen Plan jetzt unbedingt... Und vor allem, er darf nicht an die Formel kommen. Das ist das Allerwichtigste. Ich will nicht wissen, wie die Schrauben gerade aussehen. Oh, Gegner. Oh, geil, Gegner. Wir sind im Abwasserkanal. Hallo. Entschuldigung, können Sie mir mal kurz sagen, wie es weitergeht hier? Hallo? Und tot. Die sind auch so ein bisschen... Das finde ich echt schlecht. Boah, Alter, guck dir das an. Wie viele Gegner da auf einmal sind. Oh, das sieht sehr schön aus. Gruppenkuscheln. Tja, tja. Siehst du, hier, guck, wie viele Schwarze da wieder sind. Oder die wollen mal Gleichberechtigung machen, dass beide gleich viel sind oder so. Aber gerade bei so einem Spiel ist das echt unpraktisch, muss ich sagen. Die holen hier also immer wieder Objekte, die, mit denen sie mich abwerfen können, beispielsweise. Lass das da liegen! Und der letzte ist auch tot. Das finde ich richtig geil an Batman, diese... Das ist einfach so geil. Ich liebe es. Könnt ihr bestimmt auch verstehen, oder? Könnt ihr das verstehen, wie ich das meine? Könnt ihr das? So. Einmal rauf da. Auf die Lauer, auf der Lauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Natürlich war das leicht für dich. Natürlich. Ja, ja. Das sagt er, außerdem zu jeder Sache. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Whistler. Können Sie mich hören? Ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Killer Croc. Oh oh. Der ist auch geflohen. Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor zwei Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Was ist denn das da? Was hat er denn da auf der Stirn? Ein Kratzer? So, ich würde mal sagen, Upgrade haben wir gerade bekommen. Yes, Upgrade! Upgrade, oh! Und zwar bestimmt für das, was wir gerade bekommen haben. Ich gucke gerade mal hier so drauf. Umgekehrtes Ausschalten. Nee, das war es nicht. Mal zwei. Werfen. Weißt du was? Ich mach mal was mit dem Batarang. Zum Beispiel Zwilling. Zwillings. Freigeschaltet. Und als nächstes hier. Ermöglicht.
Ne, drei gleichzeitig, das ist es nicht. Wahrscheinlich, wenn ich das mache, kann ich das irgendwie. Egal. Jetzt macht er zwei? Zeig mal. Ich sehe es nicht. Warte. Ach, egal. Egal, egal, egal. Schon wieder welche. Ah, das ist doof. Ich finde, die Detektiv-Tastatur sollte getauscht werden einmal. So, hier geht's dann wieder raus anscheinend. Eieiei. Wo soll uns das nur hinführen? Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar. So, wir sind hier bei einer Ruine angekommen und wir müssen wahrscheinlich nach ganz oben, so wie es gerade den Anschein hat. Und irgendwie sieht es nicht gerade sauber aus hier. Das erinnert mich wieder an Uncharted. Uncharted ist ein geiles Spiel, würde ich gerne let's playen, aber wie gesagt, meine PS3 ist kaputt. Vielleicht hole ich mir eine PS4, ich weiß es nicht. Hey, das ist komisch. Damit kann man ja auch dann aufnehmen. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört, sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Es ist einfach... Geht's da irgendwie nach oben? Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Jump'n'Run. Ich verstehe. Okay, mach mal das mal hier. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze. Ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Und weiter? Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Das ist klar. Komm mal an die Oberfläche. Ach du heilige Wurst. Was wir da gerade wieder herausgefunden haben, das ist... Der Joker, man sollte sich nicht mit ihm anlegen, das ist einfach so. Klettern wir mal hier lang, was es hier so zu sehen gibt. Lalalala. Mal sehen, ist hier irgendwie Riller-Trophäe oder so? Ah ja, wunderbar. Guck einer mal an hier. Na, jetzt klettert doch mal hoch. Herausforderung. Okay, können wir hier irgendwie weiter... Oh, warte mal. Warte. Nee, wie konnte man das nochmal markieren? Wie war denn das? Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Das war anscheinend schon ein schwierigeres Rätsel. Komm, halt dich da bitte fest, Batman. Komm, halt dich fest. Ach, du bist so ein... Hampen, Alter. Ein sowas von heftiger Hampe bist du, ey, Mann. Da ging es also nicht weiter, aber wir haben wenigstens ein Rätsel wieder mal gelöst. Nein. Shit. Schade. So, wieder festhalten. Wo bin ich gelandet? Wo bin ich gelandet? Ach, hier. Wunderbar, wo ich abgestürzt bin. Automatischer Save oder was ist da unten rechts gerade? Laden? Ladedaten. Jetzt komm, halt dich da fest. Geht doch, endlich. Ach, da oben rechts geht's auch weiter. Sehr gut. Riddler-Trophäen geben, wie gesagt, Punkte. Solche Fragezeichen auch immer. Hui. Müssen wir hier lang? Nein, wir sollen hier lang. Huah, wehe, du hättest dich nicht ver... Nein, da komme ich doch nicht rüber, Mensch. Ach komm, lass dich runterfallen. So, jetzt bitte respawn da oben. Das ist lebenswichtig. Ja, wunderbar. Das ist ein guter Punkt. Komme ich da also nicht rüber wahrscheinlich. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich erst lang. Also jetzt hier, jetzt links wahrscheinlich. Denn rechts kann ich irgendwie nicht rüberkommen. Vielleicht bekomme ich dafür noch eine Fähigkeit oder so. Huah. Huah. So, Joker-Szene sind wieder weg. Ist auch eine lustige Geste, dass er die hier jedes Mal hinterlässt. Und wieder eine Tonaufnahme. Aufgezeichnet ist Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo
muss ich herausfinden, warum ich es getan habe, Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Oder ich fresse Sie. Also das ist ja geil. Ja, ja, der Killer Croc. Ich glaube schon, dass er Menschen frisst. Nicht gerne, weil die Menschen nicht gut schmecken, aber einfach, um ihre Gegner einzuschrecken und zu töten. Das glaube ich, ja. Okay. Kann ich doch damit machen, oder? Ach so, nee. Mach mal lieber hier mit. Oh, ach hier. Ach, wir können die auch aussuchen und ich habe die ganze Zeit... Zeig mal. Yeah, Multi. Huh. Ach, Quatsch, ich muss ja Explosiv-Gel... Wie kam ich denn damals auf Explosivvogel? Ich habe jedes Mal Explosivvogel damals gelesen immer. Boom! Batman in the house. So. Nein. Ja. So, und raus hier. Wir sind wieder an der Oberfläche. Durch die Kanalisation an die Oberfläche gelangen. Warte, da muss ich hin. Okay, Ost. Und ich bin auf dem Weg hier also lang. Jupp, aber ich will den umbringen hier. Den will ich umbringen. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Tonaufnahme. Kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus. Zack! Und stirb. Obwohl, ihr habt ja gar keine. So, das hören wir uns auf jeden Fall an. Aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffen. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Oh. Das Objekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist, sehr komisch. Lassen wir mal die Witze. Die Witze lassen? Hey, Schappi, hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown. Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu, naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich und... eher gesagt, wir... glauben das ja nicht, dass wir... dass Joker geheilt werden kann, denn... naja, vielleicht ist er ja schon... warte mal, hä? Ist doch darum? Dahin. Dahin, ach so. Obwohl, es ist nicht schlau, wenn wir die jetzt angreifen. Ach, egal, komm. Du greifst mich nicht an hier. Ich konzentriere mich immer, wenn ich gegen die kämpfe, praktisch. Und jetzt stirb endlich. Oh, Scharfschütze. Scheiße. Naja, der muss jetzt auch sterben hier. Der ist auch endlich tot. Und der letzte ist auch tot. Wunderbar. Kann man den Detektivmodus wieder anschalten. Der da oben. Die wollen alle hier ausgelöscht werden. Glaub mir. Sie wollen. Oh, eine Mappe? Ne, ein Buch. Eine Buke, eine Buke. Ist hier nichts drin? Markieren? Warte, markieren. Kein Objekt geortet? Naja gut, dann eben nicht.
Mann, ey. So, hier ist ein Sniper. Schütze. Alter, ist ja geil. Oh, das tut weh. Ja, der ist doch tot, Alter, wenn er da runterfällt. Ach so, er lässt ihn hängen. Na gut. Manchmal sind es aber auch wirklich komische Sachen. Also, mal sehen, ob ich hier wieder ein Gespräch finden kann. Die sind immer sehr interessant, wie ich finde. Vielleicht findet ihr es nicht so ganz interessant und tut es mir leid, aber na, ich versuche das Beste aus dem Spiel rauszuholen. Alle Informationen. Ich will mich und euch mit Informationen vollpumpen. So, aber jetzt gehe ich mal zum Ziel. Und zwar hier lang. Ja, oder? Warte, hier so runter, oder? Hier geht's... Nein, hier geht's nicht lang. So, jetzt muss ich links. Das ist ein bisschen verwirrend, die Karte, finde ich. Oder? Jetzt ist richtig. Jetzt ist richtig. Richtiger geht es, Nick. Richtiger geht es, Nick. So, Arkham East, Arkham Ost. Huh, ja! Huh, ja! Alle ausgelöscht und die Tür öffnet sich. Oh mein Gott, okay. Sind ziemlich viele Gegner. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Ja, wir sehen uns also im nächsten Part.